Ja, hallo meine Lieben, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei GeoLeben TV zu diesem Video. Ja, der liebe Coronavirus hat uns unglaublich fest im Griff. Diesbezüglich habe ich auch schon drei Videos hochgeladen. Eines wurde wieder gelöscht, das andere zum Thema Krise eben auch als Chance. Eben hier viele, viele kleine Chancen, die man hier grundsätzlich auch nützen kann, wenn man sich dafür entscheidet, ob man den Weg der Intuition, der Liebe und den geht, der sozusagen konstruktiv ist, oder ob man sich auch dafür entscheidet, weiter den Weg der Angst zu gehen, den Weg der absoluten Anpassung zu gehen, ist eine Entscheidung. Das andere Video ganz praktikabel einfach, was kann ich an Nahrungsergänzung in Zeiten wie diesen oder generell natürlich auch zu mir nehmen, damit mein Immunsystem einfach hier wesentlich besser funktionieren kann, weil das wäre eigentlich das Wichtigste, dass wir gelehrt oder viele Leute gelehrt bekommen, wie sie ihr Immunsystem schützen, aber auf das denkt ja eigentlich auch überhaupt keiner. Ja, Corona und seine Folgen, natürlich das Thema in diesen Wochen und wer weiß, wie lange es uns eben noch beschert sein wird. Meine Meinung zu den sogenannten Nebenerscheinungen, auf die man ja so gar nicht wirklich schauen will, wie zum Beispiel wirtschaftliche Entwicklung und Konsequenzen daraus, die persönliche Entwicklung der Menschen mit dabei, ja, Arbeitsplatzverluste, die jetzt schon passiert sind, die noch passieren können, ja, und natürlich auch die ganz persönliche psychische Verfassung jedes Einzelnen, ja, die Seele, die da auch zum Leiden beginnt, ja, viele Menschen haben vorher mit Sicherheit schon an Einsamkeit eben gelitten, waren viel alleine und sind jetzt in dieser Situation mitnichten auf jeden Fall auf sich allein gestellt. Was da alles so passiert wird und meine Meinung dazu, die erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Mein Name ist Geo von GeoLeben TV und hier mal meine Meinung und auch natürlich Meinungen und Fakten von anderen ganz bedeutenden Persönlichkeiten, die ich so gesammelt habe. Und natürlich das, was noch auf uns zukommen könnte. Wir schauen uns in Punkt Nummer 1 nochmal kurz an, was mit dem Virus eigentlich selbst ist. Ja, neben den bisher bekannten Fachärzten und Wissenschaftlern, wie zum Beispiel einem gewissen Dr. Wodak, einem gewissen Dr. Bhakti und noch einige andere, die man ja ganz, ganz schnell mal in die Verschwörungsecke getan hat, gibt es zum Glück jetzt immer mehr von der öffentlichen Hand anerkannte Wissenschaftler, Virologen, Ärzte und so weiter und so fort, welche sich hier einfach mal kritisch zum Thema äußern. Hier zum Beispiel ein gewisser Professor Hendrik Strieck, der im Auftrag Haushalte überprüft hat und genau geschaut hat, ob man Viren wie zum Beispiel bei Haustieren, bei Türklinken und halt überall da, wo Menschen eben mit Gegenständen in Berührung kommen, ob man dort eben Viren gefunden hat oder finden konnte. Es wurden auch Viren auf den Türklinken und dergleichen nachgewiesen, doch es wurde auch überprüft, ob dieses Virus wachsen kann, was man da gefunden hat, ob es weiterhin eben auch infektiös sein kann. Und das kann es nicht und ist es auch nicht. Ja? Sie haben also nur totes RNA- oder DNA-Material bekommen, jedoch kein lebendes Virus. Auch in Haushalten mit ganz vielen infektiösen Menschen wurde kein lebendes Virus hier irgendwo durch irgendwelche Abstriche auf irgendwelchen Türklinken nachgewiesen. Auch geht es darum, dass die ganze Sache mehr über Spekulationen und Modellrechnungen betrachtet wird, als darüber, dass die wirklichen Daten und Fakten gesammelt und ausgewertet werden. Ja, genau, meine Lieben, das ist genau das, was ich von Anfang an mir immer schon gedacht und bemängelt habe. Es werden unglaublich einschneidende Maßnahmen, die wir ja jetzt vorfinden, aufgrund von Spekulationen, modellhaften Hochrechnungen aus irgendwelchen alten Geschichten heraus, sowie aus vielen, vielen Ängsten einfach mal umgesetzt. Ja, das Kind wurde meiner Meinung nach schon lange mit dem Bade ausgeschüttet. Es wird wirklich an der Zeit, und das sagen auch alle Menschen, die sich da auskennen und sich auch zu Wort melden trauen. Ich betone, sich zu Wort melden trauen, dass endlich mal auf die Datenlage geschaut werden muss und nicht nur auf Emotionen, Angst, Befürchtungen und den eigenen Vorteil. Das ist einfach auch mal Fakt. Es reicht, ja, es reicht. Hier wird auf den Menschen herum
experimentiert und herumgewurschtelt und ich bin wirklich erstaunt, wie ruhig und brav da die meisten noch sind. Offensichtlich im vollsten Vertrauen, dass alles wieder so wird, wie es vorher war oder vielleicht auch noch ein bisschen besser. Liebe Leute, nicht falsch verstehen, auch ich möchte, dass alles gut ist. Ja? Tatsache ist aber, dass viele Experten, welche sich einfach auch die Daten anschauen, die Maßnahmen als völlig überzogen ansehen, dass hier auf Schicksale wie Jobverlust, wirtschaftliche Not und psychische und seelische Probleme kaum Rücksicht genommen wird. Ja, meine lieben Leute, eines möchte ich einfach ganz klar sagen. Ich bin kein Verfechter von ewigem, uneingeschränkten Wirtschaftswachstum. Da gehört mit Sicherheit einiges gemacht und verändert. Im Gegenzug bin ich jedoch schwer dafür, ja, dass Menschen ihre Berufung leben können und wesentlich mehr Glück in natürlicher Zufriedenheit suchen und leben als im uneingeschränkten Konsum. Ja, doch würde ich da schwerstens empfehlen, diese Wandlung wird nur funktionieren, wenn sie aus einem tiefen Verständnis und Bewusstsein heraus passiert und nicht durch einen absoluten Shutdown, der die Menschen einfach zuallererst in eine tiefe Schockstarre versetzt, dann in Angst und aus dieser Angst raus dann viele, viele Menschen auch meist unbewusst zu ganz vielen Einschränkungen und unreflektiert ganz einfach mal Ja sagen. Wir sehen uns, viele sind sich dessen gar nicht bewusst, wozu sie hier einfach auch Ja sagen. Ja, da ist es dann für die meisten einfach mal okay, wenn Grundrechte ausgehebelt werden. Hier einfach mal nur das Beispiel eben auch zu Bill Gates, hat jetzt zwar mit den Grundrechten wieder nichts mehr zu tun, aber trotzdem möchte ich das Beispiel mit Bill Gates hier einfach auch anführen. Er möchte sein Geld nicht verschwenden und nur in sinnvolle Projekte einfach investieren, was ich per se sehr, sehr gut finde. Ja? Das ist einfach so und ich lasse hier alle Verschwörungstheorien, die auch über Bill Gates, die es auch so gibt, die lasse ich hier einfach auch mal außen vor. Doch aus meiner Sicht passt für mich eines nicht. Er will es quasi ganz alleine machen mit ein paar anderen Multireichen, die bestimmen also quasi dann, was gut für uns, für unser Volk, für die Gesellschaft ist. Und das ist für mich ein unglaublich altmodischer Weg. Ein paar superreiche Menschen investieren und bestimmen, was also für unsere Gesellschaft gut ist. Es ist ja fein, wenn er draufgekommen ist, dass wenn Menschen gesund sind, dass sie dann weniger Kinder machen wahrscheinlich. Weil gerade ja auch in der dritten Weltländern, also in den dritten Weltländern Menschen Kinder eben auch oft zeugen, um dann halt später eine Altersrente zu haben. Und wenn die per se gesünder sind und auch die Kinder, dann brauche ich grundsätzlich nicht so viele. Die Überlegung ist nicht so falsch. Doch liebe Freunde, ich möchte diese Dinge nicht aufgesetzt bekommen. Ich möchte nicht zwangsverpflichtet werden. Die Reichen dürfen gerne investieren und zurückgeben, denn schließlich haben sie ja das Geld mit den Konsumenten, also mit uns gemacht. Doch mein Vorschlag wäre eben an alle Superreichen und Reichen, dass das Geld in viele kleinere und größere Projekte investiert wird, abgestimmt auf die geografische Lage, abgestimmt auf die Kultur und auf die Menschen vor Ort. Das wäre doch einfach mal was. Ja? Die Globalisierung, die hier vorangetrieben wird, schaut nur noch auf das große Ganze. Da braucht es anscheinend nur noch eine Impfung und dann ist alles gut. Ich bin ein Mensch, der immer noch daran glaubt, dass viele Menschen in bester Absicht agieren. Meine Lieben, das mag ich auch betonen. Doch das, was für Herrn Gates und anderen das Beste ist, muss es für mich nicht sein. Ich möchte, das mag ich ganz klar deutlich ausdrücken, ich möchte selbst entscheiden, was für mich gut ist und was nicht. Und da einfach mal einen Punkt drunter machen. Das natürlich unter allen geltenden demokratischen Gesetzen, dass das eben auch klar ist, meine Lieben. Na gut, also es geht um die Kollateralschäden, es geht darum, dass unsere Wirtschaft zusammenbricht, dass Menschen von heute auf morgen keine Arbeit und auch in Zukunft möglicherweise nicht mehr haben, dass sich da einfach ganz, ganz vieles verändert, dass selbstständige Kleinunternehmer plötzlich ohne Einkommen dastehen und diese mit einem Peanut, so wie ich das jetzt einfach mal überschaue, abgespeist werden. Es geht darum, dass keiner weiß, wie lange das dauert. Es geht darum, dass dadurch Zukunftsängste entstehen. Wie soll jemand sein Haus zurückbezahlen können, wenn er keinen Job mehr hat? Wie sollen Sozialsysteme, Gesundheitssysteme, Kultur und andere wichtige
Gesellschaftssysteme aufrechterhalten werden, die so wichtig sind, wenn das Geld einfach fehlt. Auch wenn ich kein Freund unseres Gesundheitssystems bin, so ist es trotzdem zu bemängeln, dass vor Corona, eben schon vor Corona, das Gesundheitssystem schon kaputt gespart wurde. Dass vor Corona schon das Krankenpflegepersonal an ihre Grenzen gekommen ist, dass vorher schon im Sozialbereich Einschränkungen um Einschränkungen auf Kosten der Menschen gemacht wurden. Ja, liebe Leute, jetzt wird nur sichtbar, was jahrelang schon lange war. Nur hat es eben keiner oder ganz wenige zur Kenntnis genommen. Die Kinder wurden schon lange vor Corona mit dem Bade ausgeschüttet und jetzt plötzlich wird das Pflegepersonal von den Kaputtsparern wieder hochgelobt. Das ist ja auch wieder lustig. Das passt für mich und da passt für mich einiges einfach nicht zusammen. Weiter geht es mit den Menschen an und für sich. Interessiert es irgendjemand, was es mit den vielen Menschen in dieser Krise psychisch und seelisch macht? Und noch machen wird, dass viele Menschen jetzt schon in Stress versetzt sind und es vor lauter Angst, was ich ja total verstehe, gar nicht merken, dass sie Stress haben. Zurzeit schiebt man ja alles auf Corona. Ja, da baut zum Beispiel jemand einen Unfall mit dem Auto. Ach, das war durch Corona. Wahrscheinlich hat er Corona in den Augen gehabt. Es stirbt jemand an Herzversagen. Ja, logisch, sowieso Corona. Es bricht sich jemand das Bein, kommt ins Krankenhaus. Ja, der ist an Corona gestorben. Doch das wird sich nicht ewig auf Corona eben aufschieben, aufschließen lassen. Wer denkt daran, dass Menschen, die vor Corona schon an Einsamkeit litten, wer denkt an die 1,7 Millionen Single-Haushalte in Österreich und wahrscheinlich noch 7-8 Mal mehr in Deutschland. Diese Menschen sind angewiesen, dass sie raus können und soziale Kontakte knüpfen. Dennoch ist es schwer auszuhalten, nicht zu wissen, wann ich meine Liebste einfach wieder in meine Arme nehmen kann. Meine lieben Leute, ich möchte, liebe Verantwortliche, dass ihr das einfach auch mal zur Kenntnis nehmt. Das Ganze ist wesentlich komplexer als man, als alle da oben glauben. Es ist alles mit allem verbunden, nicht nur spirituell und feinstofflich, sondern die Menschen, die Psyche, die Arbeit, die Wirtschaft, die gesellschaftlichen Systeme, Kultur und so weiter. Das lässt sich nicht einfach mal so mit Durchhalteparolen und täglich neuen, was wird heute wieder kommen, auf uns zukommen, Nachrichten erledigen. Nein, so einfach geht das nicht. Mich interessiert gerade mal nicht, wie diese künstliche Krise zustande gekommen ist. Wahrscheinlich ganz, ganz viele Ursachen, die darauf begründen. Im Augenblick interessiert mich, was das Ganze noch mit sich bringt. Ich habe noch gar nicht darüber geredet, was das jetzt mit den Menschen macht, die von Haus aus etwas ängstlich sind, werden durch diese Maßnahmen nur in ihrer Angst bestätigt und werden in Zukunft einfach noch wesentlich ängstlicher sein. Wie heißt es denn so schön? Der Virus geht, die Maßnahmen, die mehr aus Angst als aus einer datenbasierten Überlegung entstanden sind, werden bleiben. Wie werden wir mit zukünftigen neu mutierten Viren umgehen? Ich sage es ehrlich, der augenblickliche Umgang mit dem Virus macht mich nicht allzu hoffnungsfroh in eine neue, gemeinsame, gestaltete, menschlichere Zukunft. Und ich bin mir sicher, dass es eine Menge Menschen geben wird, denen es ähnlich geht, so wie mir. Doch die Gefahr ist einfach gegeben, dass wir bei vielem Klein beigeben, zu vielem Ja sagen vor Angst, dass wenn wir unsere Wahrheit und unsere Meinung kundtun, noch mehr verlieren als sowieso schon. Und deshalb mache ich dieses Video aus meiner Sichtweise, aus meinem Empfinden heraus, aus dem heraus, was ich beobachte und höre, auch von Menschen, die sich in den Bereichen Viren, Gesundheit, Wissenschaft besser auskennen als ich. Und ja, meine Lieben, das sollte uns Mut geben, dass wir uns trauen und mutig sind, das auszudrücken, was in uns ist, was wir empfinden, wahrnehmen und mit unserem Hausverstand sehen. Und das am besten in Ruhe, ohne Anklagen zu sein, ohne zu beschimpfen, weil dann wären wir wieder die Opfer. Nein, aus einem Selbstbewusstsein heraus, dass unsere Stimme genauso viel wert ist, als die unserer Politiker und sonstiger Entscheidungsträger, die im Augenblick ziemlich im Rampenlicht stehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für niemanden leicht ist, diese Situation zu handeln. Ja, jeder macht es schlussendlich mit seinem eigenen persönlichen Hintergrund und ich
lasse jetzt mal sogenannte Verschwörungstheorien außen vor, weil ich der Meinung bin, dass es ganz viele Gründe gibt, warum wir uns da befinden, wo wir gerade sind. Keine Ursache wird dem, was gerade ist, alleine gerecht. Alles spielt einfach zusammen und deswegen finde ich es für richtig, dass jeder Einzelne auch mit sich in Reflexion geht und schaut, wo er sich verbogen hat, seinen ureigensten Werten nicht mehr so richtig treu geworden ist. Denn wenn wir alle Menschen sind, die zu dem stehen, was sie wirklich ausmacht, dann wird auch alles gut. Das ist meine Überzeugung. Diesbezüglich empfehle ich auch meinen Blog zu. Gibt es die Wahrheit? Gibt es die eine Wahrheit zu lesen? Ja, meine Lieben, es gibt Hoffnung, es gibt sehr viel Hoffnung, doch da dürfen die Karten einfach mal auch auf den Tisch gelegt werden, sodass wir auch damit umgehen können. Untergangsstimmung sowie reines Lobgehudel und nur alles in rosa Blüten zu sehen, hilft keinem. Wir müssen die Dinge einfach auf den Tisch legen und uns einfach auch mal ausdrücken, auch mit unseren Ängsten, mit unseren Befürchtungen und nicht immer nur so zu tun, als ob wir alles bestens im Griff haben, weil das machen die anderen auch und das funktioniert eben nicht. Also in dem Sinne, ja, meine Liebe, bleibt mir gesund, werdet gesund, wenn ihr es noch nicht seid. Gebt mir einen Daumen hoch, schreibt eure Meinung in die Kommentare hinein. Das ist sowieso das Wichtigste. Ihr unterstützt mich auch dabei, wenn ihr euch meine Empfehlungen bezüglich Nahrungsergänzungen und sonstigen Dingen einfach mal anschaut. In dem Sinne, ich habe euch lieb, das wisst ihr sowieso. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus.